Grüßt euch und willkommen zu einem wichtigen Infovideo, Freunde. Vor der Haustür steht fast Sonne und Mond und die Frage wird immer wieder gestellt: Hey Sakati, wird es in Sonne und Mond Wundertausch geben? Wird es in Sonne und Mond auch GTS geben? Gut, das mit GTS haben wir schon gesehen. Es stand ja auch dick drauf auf dem letzten japanischen Trailer, dass es GTS geben wird. Mit einem verbesserten Menü und etc. drum und dran. Sieht auf jeden Fall schick aus. Könnt ihr ja selber sehen hier, falls die Leute das noch nicht gesehen haben. Schaut euch das jetzt ja einmal nochmal hier an. Ja, aber die wichtigste Frage ist, wird es Wundertausch geben? Denn immer ein Wundertausch ist ein Element, wo jeder gerne mitmacht. Und im Trailer selber hat man das sogar gesehen. Ne? Im Trailer selber hat man das gesehen. Und das war so... Ich habe selber noch nicht ganz gesehen. Das war so schnell. Die haben den Trailer so schnell gezeigt. Aber indem ich es ein paar Mal mir angeschaut habe, das Ganze, habe ich es bemerkt, dass da Wundertausch steht. Und da, dass es auch Wundertausch geben wird. Und zwar ist die Rede von diesem Bild hier, Freunde. Das hier, was ihr gerade sehen könnt. Da oben, ganz oben, fett drauf steht Wundertausch. Ne? Da ganz oben steht Wundertausch. Und ja, es ist lustig, weil ich es nicht sofort gesehen habe. Gut, japanisch stand es drauf. Es steht zu 100% Wundertausch drauf. Ich habe selber japanischen 3DS und so viel japanisch muss man nicht können, um das zu verifizieren. Des Weiteren sieht man auch danach das Bild, und zwar das hier, dass da fast dasselbe Bild ist wie bei den jetzigen Wundertausch. Und zwar... das gelbe Fenster. Ne? Hier nochmal ein Bild vom gelben Fenster. So sieht das aus. Und jetzt vorher, nachher. Ne? Auf jeden Fall sehr interessant. Also wieder verbesserte Grafik etc. Man sieht jetzt sozusagen den eigenen Charakter nochmal. Oder verschiedene Charaktere sieht man auf jeden Fall mit verschiedenen Klamotten. Sieht auf jeden Fall schön aus. Man sieht auch, woher er kommt und etc. Wie beim klassischen Wundertausch halt. Also, es wird auf jeden Fall Wundertausch geben. Mit einer verbesserten Animation, wie man schön sehen kann auch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine tolle Nachricht, die ich euch geben kann. Viele haben da wahrscheinlich es nicht gesehen, weil es so schnell geht. Also der japanische Trailer, ich schaue mir immer gerne beide Trailers an. Japanisch und Deutsch oder halt Englisch nochmal. Weil die halt verschieden aufgebaut sind. Und hier konnte man zu 100% dass es 100% konnte man halt sehen, dass es auch Wundertausch geben wird. So, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe mal, ihr freut euch auch. Wir sehen uns in der 7. Gen spätestens, Freunde. Mit einem krassen Pokis, die wir in Wundertausch rausballern. Zuchtreste, whatever, coole Shinies, Battle Readies, Pokis, was auch immer. Wir werden Gas geben. Also, falls ihr Fragen habt, einfach hier unter dem Video noch schreiben, Freunde. Wir sehen uns. Bis hierhin, euer SakaDS. Ciao.